Hallo und herzlich willkommen, liebe Wassermänner, bei mir, bei eurer Crazy Owl, zu eurem Zwischenimpuls für den Juli 2023. Wie ihr wisst, es ist eine allgemeine Legung. Diese Legung ist zeitlos, auch wenn ich sie für Juli definiert habe. Rollen können vertauscht sein und du schaust die Legung bitte immer in deiner eigenen Verantwortung. Wenn es nicht deine Legung ist, dann mach es auch nicht zu deiner Legung. Heute haben wir das Vice Versa Tarot von Los Garabeo, Erat Aliquando von Yonanda Latura, das Gilded Reverie Lenormand von Ciro Marchetti und natürlich die Faol-Runen für euch am Start. Infos zu den Decks und unseren Runen findet ihr wie immer unten in der Infobox. Wilma ist natürlich auch dabei und jetzt gibt's einen Schluck Kaffee und dann geht's los. So, also, die Wassermänner, welche Energie haben wir denn aktuell bei den Wassermännern im Feld? Welche Energie ist bei den Wassermännern im Feld? Okay. Oh, das sieht ja sehr schön aus. Die zwei der Kelche. Und das von der Vorderseite. Also, die zwei der Kelche spricht immer von wertschätzenden Verbindungen auf Augenhöhe. Also Wertschätzung auf Augenhöhe sein, das ist hier ein Thema, um das es bei euch gerade geht. Das ist auch eine klassische Seelenpartnerkarte. Und die Rückseite wäre diese hier, das wäre dann bei Nacht. Ja. Und hier scheint aber in irgendeiner Verbindung eine Art Augenhöhe für euch ja, das Licht der Welt zu erblicken, habe ich fast so den Eindruck. Also hier eine sehr, sehr schöne Energie. Das ist, man reicht sich gegenseitig die gefüllten Kelche. Ich finde auch sehr bezeichnend diese ineinander gewundenen Schlangen hier, ne, was für mich auch so ein Zeichen ist. Man hat vielleicht auch die Wunden der Vergangenheit geheilt, sodass man sich jetzt eben mit gefüllten Kelchen auf Augenhöhe begegnen kann. Schön. Gucken wir mal, was hier Erat Aliquando zu ergänzen hat. Was haben wir denn für die Wassermänner hier im Feld? Für die Wassermänner die Schnecke. Die kam aber auf dem Kopf raus und die soll wohl auch auf dem Kopf sein. Okay. Das mache ich ja normalerweise nicht so, aber der Bergkristall. Der darf richtig, okay? Die Karten sagen mir schon, was sie wollen. So, die Dame, da bist du gefallen. Das sind zu viele. Die nehme ich nochmal mit rein und mische nochmal durch. Ihr wisst ja, ihr als meine Zuschauer seid immer die Dame, egal ob ihr männlich oder weiblich seid. Euer Gegenüber wäre der Herr. Und der Goldfisch, sehr schön. So, jetzt schauen wir mal, was das Lenormand hier noch ergänzt. Die Wege mit der Zahl 22 und die Lilien. Okay, also, ich habe das Gefühl, wenn du mit dieser Legung hier in Resonanz bist, dann hattest du, ich glaube, es geht hier wirklich um eine Seelenpartnerverbindung oder um irgendeine Angelegenheit, die sich mit der Schnecke richtig rum bisher gezogen hat wie ein Kaugummi. Diese Schnecke wollte aber auf dem Kopf gedeutet werden, weshalb ich das jetzt so deute, dass eben dieses Gegenüber, mit dem du es vielleicht zu tun hattest, plötzlich seinem Pferd die Sporen gegeben hat und in Bewegung gekommen ist. Hier hat definitiv eine Heilung stattgefunden mit dem Bergkristall. Ja, und diese Heilung hat vielleicht dazu geführt, dass die bisherige Verzögerungstaktik in dieser Verbindung oder in dieser Angelegenheit mit dieser Person, auf die du hier schaust, dass hier durch diese Heilung endlich die Facetten in vollem Reichtum erstrahlen können. Du hast währenddessen diesen Heilungsprozess natürlich auch für dich selbst angegangen und erkannt, dass egal was in diesem Schneckenprozess, in diesem langwierigen, zähen Prozess bisher auch war, dass es dir gedient hat, zu erkennen, dass all die Wunden,
die Narben, die Dellen und Beulen in deiner Rüstung, die du vielleicht davongetragen hast im Lauf deines bisherigen Lebens, dich einfach in diesem wunderbaren, facettenreichen, kristallinen Licht jetzt erstrahlen lassen und hast auch dafür gesorgt, dass du gut bei dir geblieben bist und die Situation sehr besonnen betrachtet hast. Ich will jetzt nicht sagen nüchtern, denn ich glaube schon, dass hier Gefühl dabei ist, aber du bist sehr, sehr besonnen geblieben. Du bist nicht mehr in diesen emotionalen Wirbelstürmen versunken, ne, in diesen Himmelhochjauchzen zu Tode betrübt, sondern das wirkt für mich wie so eine sehr abgeklärte Energie, so nach dem Motto, ja, das, was mir zusteht, wird zur rechten Zeit in mein Leben treten. Und dadurch sind jetzt mit dem Goldfisch hier Dinge, die vorher verschleiert oder verzögert mit der Schnecke waren, ja, konnten Dinge hier jetzt ins Fließen kommen. Hier lichten sich die Schleier und Dinge kommen in den Fluss. Das kann sogar auch für Finanzen stehen, der Fisch, ja, also vielleicht hast du ja auch einen kleinen finanziellen Bonus erhalten. Es geht hier auf jeden Fall darum, mit den Wegen und den Lilien harmonische Entscheidungen jetzt zu treffen. Und diese Entscheidungen mit den Wegen, an denen du stehst, sind jetzt eben auch auf so einer Augenhöhe möglich. Hier kann man auf Augenhöhe miteinander sprechen, weil man weiß, hey, ich bin nicht dafür da, den Mangel des anderen zu kompensieren, sondern hier begegnen sich zwei Menschen mit zwei gefüllten Kelchen auf Augenhöhe und wertschätzend. Und das führt in eine völlig neue Harmonie, die Lilien stehen für Harmonie, Familie, für Leidenschaft und Anziehungskraft stehen sie natürlich auch. Also hier werden Entscheidungen vielleicht auch über die künftige familiäre Situation getroffen. Schöne Energie. Das ist doch schön. Wenn es mal ins Fließen kommt, finde ich immer gut. So, schauen wir mal, welche Rune begleitet denn die Wassermänner? Boah. Nochmal eine Seelenliebe-Rune. Schau mal, die Awas, das ist die Eibe, ja, das vom Himmlischen ins Irdische und vom Irdischen ins Himmlische ist auch die Rune, die für die Seelenpartnerschaft und für die Seelenliebe steht, weil sie die Welten verbindet. Also hier alles im Fluss, alles im Flow, liebe Wassermänner. Ich hoffe, ihr seid bei der Reisegruppe mit dabei. Genießt es. Ich freue mich auf eure Feedbacks und Kommentare. Und wenn ihr meine Videos liked, mir ein Abo dalasst oder sie sogar teilt, fühlt euch umärmelt und gedrückt. Ich sage bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, eure Crazy Owl.